Ja, die schöne Adventszeit, ne? Ich wette, heute haben zig Leute ihre ersten Lichterketten aufgehangen. Ich habe hier auch mal eine. So eine ganz handelsübliche. Steckt man in die Steckdose und dann, ja, leuchtet die, ne? Wie das so ist, ne? Das Besondere jetzt ist, ich möchte die gern von einer Autobatterie speisen, ne? Oder beziehungsweise von meinem Solarkraftwerk, weil wenn schon Strom verschwenden für Beleuchtung über Nacht, möchte ich das gern über mit der gespeicherten Energie machen, ne? Und das ist eigentlich auch eine schöne Lichterkette, die ist relativ hell, braucht aber am Ende nur 3,5 Volt Ausgangsspannung, ne? Das ist echt wenig. Ja, und da dachte ich, versuche ich das einfach mal jetzt hier ohne Netzteil, wie es sonst so üblich ist, sondern nur über den Step-Up-Chip halt die 12 Volt rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite die 3,5 Volt, obwohl das geht nicht, habe ich nicht drauf hier. Ich habe hier nur 3,5, 3,3 Volt, ja, oder 3, nee, 5 Volt, 3,3 oder 1, nee, 2,5. Man kann keine Sau erkennen, ist wirklich voll klein. Mal gucken, ob ich das überhaupt gelötet bekomme. Also so ist halt der Plan, ne? Und da müsste es halt die Nacht über schön hell, relativ hell, also nicht so hell, weil es sind ja nur 3,3 Volt, da fehlen 0,2. Aber ich denke mal, vergleichbar hell sollte es dann über meine Solaranlage, die draußen im Garten steht oder auf der Terrasse, sollte es dann schön laufen. Ja, das ist jetzt also hier das Ergebnis des Ganzen. Ich versuche mal, dass man hier mal ein bisschen die Zahlen auch lesen kann. Ich habe jetzt hier mal, also eins habe ich schon kaputt gemacht. Ich hatte 5 Stück. Jetzt habe ich noch 3. Also hier, da ist so ein Poti dran. Der Step-Down-Chip. Sieht man jetzt super scheiße hier. Ach. Ja, also hier oben ist der Poti, wie man sieht. Oder auch nicht. Ganz kleiner Drehschalter. Ich habe jetzt auf 3,81 und der ist halt super sensibel. Ich habe den jetzt nur einmal ganz kurz mit dem Schraubendreher hier einstellen wollen. Dann war er auch schon kaputt beim ersten Versuch. Ja, ihr seht, das Ding ist super sensibel einzustellen. Ja, da ist schon wieder zu wenig. Also ich wollte auf 3,5 kommen. Plus, minus. Ja, das ist doch gut. Also das ist jetzt eine 5. Das ist nur, das sieht nur aus wie eine 9. Also das sind jetzt 3,52 Volt. Man kann jetzt hier an dem Poti genau einstellen, wie viel man haben möchte. Kann ja ein bisschen drüber gehen. Oh, nee, so viel wollte ich nicht. Ja, genauso war das vorhin auch. Und zack, war auf einmal der Regler kaputt. Also das ist halt ganz billig aus China, ne? Kann man hier überhaupt was sehen? Ja, 3,7, mein Gott. 3,5 oder 3,7. Also linksrum ist weniger, rechtsrum ist mehr. Aber man muss halt wirklich nur ein ganz kleines Stück drehen. Sobald man drückt, also es ist auch ein bisschen ganz schön blöde mit dem der Schrauben. Die Schraube ist auch total unförmig und schräg da drin. Jetzt kriege ich schon wieder nicht gedreht. Ich denke mal, das war es jetzt auch schon wieder.
Ja, man kann stellen, aber es ist richtig beschissen. So, jetzt lasse ich so. Ich denke mal 3, das sind 3,5. 3,58. Sieht zwar aus wie eine 9, aber ist eine 5, das weiß ich. So, hier ist jetzt der erste Versuch. Ne? Ich habe hier schon ein bisschen dran rumgedoktert. Da stand irgendwie, man soll da hinten das zerkratzen oder mit dem Messer aufschneiden. Und das hat alles nicht funktioniert. Und hier oben in der Ecke ist der Poti, der ist mir komplett abgerissen. Also der sieht man hier noch. Ja, die Stellschraube, die gehört eigentlich da drauf, hier in die Ecke. Aber die Stellschraube, das habe ich halt am Finger sozusagen. Ja, deswegen kann ich hier also gar nichts mehr einstellen. Die Voltzahl, die eingegeben wird, die kommt auch wieder raus. Also das Ding, weiß ich nicht, werde ich irgendwann mal wenn ich keine mehr habe, dann werde ich da mal mit rumbasteln. Auf jeden Fall, den habe ich jetzt soweit eingestellt und verdrahtet, dass ich sagen kann, okay, hier an diesem Poti kann man jetzt noch drehen, weil der ist noch nicht kaputt. Oh, wenn ich ihn jetzt drehen kann, also auf 3, ja, 3,53. Also 3,5 wollte ich haben, aber bevor ich jetzt noch irgendwas komplett verstelle, lasse ich eine so. Das ist eine 5. Das sieht zwar aus wie eine 9, ist aber eine 5. Jo, bin dann auch mal fertig. Hat heute mal ein bisschen länger gedauert mit der ganzen Bastelei. Aber letztlich zählt ja nur der Erfolg. Upp, hat schon geblitzt. Ihr seht, es funktioniert. Also die Kette, die Lichterkette, die vorher mit dem Netzteil gespeist wurde. Das Netzteil, wo habe ich es hier? Hier mit dem Netzteil habe ich euch ja gezeigt. 220 Volt, pipapo, wird runter auf 3,5. Das habe ich euch auch gezeigt, wie ich das mit dem Poti von dem 9 Volt Block oder halt 12 Volt, egal, 24 Volt, egal was da jetzt reinkommt, der Step-Down-Chip, der hier, der transformiert das automatisch, egal was da reinkommt, bis 24 Volt runter auf 3,5. Das habe ich ja hier an der kleinen Poti-Schraube hier eingestellt, ne? Habt ihr ja vorhin gesehen. Ja, und damit kann ich sagen, ob ich da jetzt eine Autobatterie oder diesen kleinen 9 Volt Block oder was auch immer ich da ranschließe, die 3,5 für die Lichterkette werden halt immer souverän über den Step-Down-Chip gespeist, ne? Ja, und damit kann ich natürlich dann jetzt die Batterie von meiner Solaranlage benutzen und brauche dann die Weihnachtsbeleuchtung, die nachts ja läuft, nicht mehr über den Stromanbieter betreiben, ne? Also wird mich das komplett kostenlos sein, die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, und ich denke mal, ich werde das jetzt einfach mal aufhängen und dann mache ich vielleicht nochmal ein Foto, wie es ausschaut draußen, ne? Okay, ich hoffe, es hat wieder mal Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, was ich hier so gebastelt habe, dann seid doch bitte so gut und abonniert meinen Kanal. Ich zeige dann immer wieder hier solche technischen tricky Teile aus China, die mehr oder weniger auch gut qualitativ verbaut sind. Weil wie gesagt, hier habe ich heute auch schon ganz schön Frust geschoben mit diesem Regler hier. Der hat sich halt in seine Bestandteile hier aufgelöst, ne? Da sieht man noch so den oberen Teil und der sollte eigentlich hier dran sein. Da habe ich halt die 3,5 Volt versucht einzustellen, aber dann war ich drüber, dann war ich drunter, dann war ich hin und her und irgendwann war der Regler ab. Naja, so ist das halt. Kostet ja auch nur ein paar Cent. Ist jetzt nicht so, dass ich da sage, oh, was für ein kapitaler Schaden, ne? Aber wie ihr seht, funktioniert alles. Das ist die Hauptsache. So, ist Weihnachten, ja. So, hier habe ich das Provisorium jetzt einfach mal so an die Wand gelötet. Da ist die Zeitschaltuhr. Es geht also abends um 18 Uhr an. Morgens um 6 geht's aus. 12 Stunden bleibt es an. So, jetzt sind wir hier, ne? Also hier kommt Plus, 12 Volt, geht hier rein, in den Lötpunkt, ne, ganz rechts. Dann hier Minus,
3,5. Da ist bereits umgewandelt. Also das ist schon ein bisschen komisch, wie gesagt. Minus kommt hier rein. Und die 3,5 minus, die umgewandelt sind, gehen da rein. Und die 12 Volt minus gehen auch da rein. Also der Minus-Stromkreislauf, da ist das Ganze nicht so wichtig. Und hier gehen halt die 3,5, die sind umgewandelt jetzt direkt in die Lichterkette rein. Ne? Seht ihr hier, ne? Also der Minus-Kreislauf von der 3,5 Lichterkette geht hier mit in den 12 Volt Minus-Kreislauf rein. Also nicht etwa an dem Chip oder so. Das ist halt echt tricky gewesen, weil, ne, da haben sie ja noch einen Lötpunkt. Ja, die Chinesen halt voll drauf.